In meinem letzten Video habe ich gezeigt, wie man mit Duplicacy Backups machen kann auf OneDrive. OneDrive bekommt man bei Microsoft 365 quasi umsonst dazu bzw. ist Teil des Komplettpaketes. Jeder Nutzer bekommt 1 Terabyte und bei 6 Nutzern bei Microsoft Office 365 sind es dann insgesamt 6 Terabyte. Ich sage immer Microsoft Office 365, das heißt aber nur Microsoft 365. Für mich ist das aber irgendwie einfach meine Office-Lizenz. Also verzeiht mir bitte den Versprecher. Ich habe dazu das Backup-Programm Duplicacy benutzt und da habe ich ein bisschen Kritik geerntet, natürlich auch zu Recht, weil man sich am Ende dann mit der Windows-Eingabeaufforderung bzw. mit der Command-Line beschäftigen muss. Das hat ein paar Nachteile, zum Beispiel auch, dass ich mich selbst darum kümmern muss, dass das Backup regelmäßig läuft. Dafür hat Duplicacy eine Lösung und das nennt sich die WebGUI. Und die ist zwar kostenpflichtig, aber hat ein sehr faires Lizenzmodell. Wie ich jetzt also Duplicacy damit einrichte und was das Ganze kostet, das schauen wir uns nach dem Intro an. Kommen wir als erstes mal zu den Preisen bzw. zu den Lizenzkosten. Wir schauen uns jetzt mal hier die Personal License an, denn das wird auf einem Homecomputer installiert und sichert halt Personal Files, also persönliche Dateien. Trotzdem würde ich sagen, wenn ihr da zum Beispiel euer Bewerbungsschreiben mit sichert, dann fragt doch mal euren Steuerberater oder macht euch mal schlau, ob das nicht auch als Werbungskosten zählt. Denn ich würde sagen, jede Festplatte, die man fürs Backup nutzt, sind ja auch irgendwie Werbungskosten. Ich bin aber kein Steuerberater und deshalb, naja, lieber mal nochmal informieren und jetzt sich nicht hier auf mich verlassen. Aber viele Lizenzen, die man hat, also auch Office 365 bzw. Microsoft 365, benutze ich ja zum Beispiel, um ein Bewerbungsschreiben zu verfassen. Und damit wäre ich ja auch immer im Bereich der Steuer und sollte mich da kundig machen, was ich davon absetzen kann. Okay, so viel dazu, zu der finanziellen Geschichte. Das ist also relativ günstig. Der erste Computer kostet halt $20, für jeden weiteren nur noch $10. Das ist aber erstmal für die initiale Lizenz. Für die weiteren Jahre werden dann deutlich geringere Beträge fällig. Ich habe ja im letzten Video extra die Command-Line-Interface-Version gezeigt, da die eben kostenlos ist. Diese WebGUI ist halt eine Oberfläche, die sich auf diese Command-Line-Interface drauflegt und euch die Konfiguration einfach ein bisschen erleichtert. Ich würde sagen, wir legen mal los und im Prinzip kannst du auch ohne Lizenz zu kaufen schon mal loslegen, denn das Ganze wird erst nach 30 Tagen lizenzpflichtig. Da gibt es erstmal eine Testlizenz für. Ich klicke hier mal auf den Webinstaller, ich bin hier auf Windows und dementsprechend ist das die Waffe der Wahl in meinem Fall. Ich führe das Ganze mal aus und installiere es hier auf meinem Windows-PC. So, und dann kann man die nach der Installation direkt einmal ausführen. Wir schauen uns mal an, wie die aussieht. Also was jetzt hier passiert ist, ich habe hier unten eine graue Duplicacy, was weiß ich, Paket. Und das heißt, die Web Edition läuft und ich kann jetzt hier einfach ein Zugangspasswort definieren. So, und was müssen wir jetzt machen? Als erstes legen wir mal einen Storage an. Hier oben habe ich ein bisschen was zur Auswahl und hier gibt es dann auch eben Microsoft OneDrive. Hier muss ich jetzt ein Token-File anlegen. Das bekomme ich hier. Muss ich einfach nur draufklicken, kann dieses Token-File runterladen und jetzt liegt es bei mir im Download-Ordner. Ihr legt das bitte irgendwo sinnvoller ab, denn das braucht hier Duplicacy immer, um sich anzumelden. Also, dann gehe ich mir auf Token-File, gehe hier auf C, Users, Useful Vid und unter Downloads liegt dann eben das Token-File. Hier unten werde ich jetzt nach einem Pfad gefragt und das ist, glaube ich, ein bisschen irreführend, denn er will jetzt hier den Pfad auf dem OneDrive-Laufwerk haben und nicht bei mir lokal. Und um das zu tun, gehe ich mal in mein OneDrive, lege mal hier einen Ordner an und nenne das Duplicacy Webtest. So, kann ich mir mal kopieren. Ups. So, einmal erstellen. Und ich gehe zurück jetzt in die Web Edition und gebe mal nur das hier an. Ich bin mal gespannt, ob er das so nimmt.
Das Ganze hat funktioniert und jetzt kann ich dem Storage noch einen Namen geben, hier zum Beispiel OneDrive. Bei Passwort setze ich jetzt mein Verschlüsselungspasswort, hatte ich ja im letzten Video dann auch schon mal hier vorbereitet. Nehme ich hier wieder das hier, also das sollte wirklich lächerlich komplex sein. Hat man ja eh im Passwortmanager gespeichert, von daher, jo. So, Copy Compatible, das sind jetzt hier erweiterte Optionen, die brauche ich erstmal nicht. RSA Encryption ist, wenn ich das richtig weiß, ein Zusatz dazu. Ach, ich liebe es. Ja, wenn man daneben klickt, dann ist immer Schluss mit lustig. Also nochmal von vorne, OneDrive, Tokenfile. So, jetzt bin ich wieder zurück. Storage Name wieder OneDrive. Passwort wieder unser schön langes hier. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie... Ja, mit Tab komme ich runter. Ich habe das Ganze hier ein bisschen vergrößert, deshalb sehe ich nicht alles auf dem Bild. Wenn man hier ein Passwort eingibt, wäre ich der Meinung, das Ganze ist verschlüsselt. Das steht ja auch hier oben. Dann kann man das Passwortfeld einfach leer lassen. Ich würde aber natürlich empfehlen, wenn ich es Richtung OneDrive schicke, sollte das Ganze auch verschlüsselt sein. Gut, dann klicke ich einmal auf Add und dann ist das Ganze hier hinzugefügt. Hier vorne sehe ich auch das Schlosssymbol. Damit weiß ich, das Ganze ist auch tatsächlich verschlüsselt. Jetzt muss ich ja im Prinzip nur noch mein Backup anlegen. Das kann ich hier tun. Gehe einmal auf Backup. Klick hier oben auf Plus, neues Backup hinzufügen. Dann gebe ich den Pfad an, von wo ich backuppen möchte. Jetzt, okay, man muss auf das Logo klicken, dann klappt es aus. Auch schön, okay, Users und hier möchte ich meinen UV-Ordner sichern. Klicke ich einmal auf Select und dann wird der gesichert. Storage ist OneDrive und die Backup-ID ist jetzt einfach mal Web Edition. Genau, Storage kann ich ja auswählen, da ich nur einen habe, ist OneDrive einfach schon ausgewählt. Ich mache einmal Save. Ja, der ist schon als Option 4 Threads mitgegeben und ich kann natürlich jetzt auch noch Ausnahmen definieren. Klick zum Beispiel hier auf App Data und dann sage ich hier auf Exclude. Und jetzt wird App Data nicht mehr gesichert. Meine Downloads, da habe ich eh nur Schrott drin liegen, die gehen auch mal in den Exclude. Und dann gibt es halt noch diese ganzen NT-User-Files, die kann man eigentlich auch alle mal exkludieren. Da würde ich sagen, kann man sichern. Es wird jetzt ein paar Fehler wieder geben, weil Searches oder sowas, das sind nur Verknüpfungen, die brauche ich natürlich nicht sichern. Wichtig sind mir ja Bilder und Videos und sowas. Okay, ich gehe auf Save. Und dann würde ich sagen, top, die Wette gilt. Klick hier einmal auf Play. Und wir schauen mal, was hier im OneDrive passiert. Da habe ich jetzt Duplicacy Webtest. Ich würde denken, dass ich jetzt unter Chunks ein bisschen was ansammeln müsste. Genau, also da geht es jetzt los. Der lädt jetzt halt hier die Dateien langsam, aber sicher hoch. Das Schöne ist hier, auch in der Web-Oberfläche bekomme ich auch den Status angezeigt. So, jetzt haben wir das Problem, ich muss mir die Gedanken jetzt hier nicht selber machen, wann das Backup laufen soll. Es gibt hier eben den Reiter Schedule und jetzt kann ich einfach einen Namen für diesen Schedule anlegen, zum Beispiel Backup Users oder sowas. Kann festlegen, dass der zum Beispiel jede Stunde startet, was nicht mal dumm ist, weil Duplicacy einfach so schnell läuft und so effizient ist, dass man das ruhig mehrmals am Tag laufen lassen kann. Kostet ja nichts im Prinzip. Und das kann 12 am laufen oder wann auch immer und läuft eh alle 4 Stunden. Also irgendeine Zeit wird es dann schon erwischen, wann es läuft. Und alles andere lasse ich auf Standard, gehe auf Save. Und jetzt muss ich aber eigentlich noch einen Job dahinter hängen, genau, das mache ich dann mit Add a Job. Und da muss ich dann mein Backup auswählen. Also das ist jetzt nur der Schedule gewesen und an diesen Schedule klebe ich jetzt meinen Backup-Auftrag. Genau, da gibt es jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, einfach Save. Und jetzt läuft der einfach regelmäßig und ich sehe schon, wann der als nächstes laufen würde. So, während der uns das erzählt, schauen wir mal hier. Hier sehe ich, dass das Backup noch läuft und ja, braucht ein paar Minuten. Den gleichen Spaß kann ich natürlich dann mit Restore wieder machen. Das werde ich jetzt im Detail nicht zeigen, aber im Prinzip, ich muss hier einmal den Storage angelegt haben. Dann kann ich mir hier die Backup-ID auswählen und kann direkt den Restore starten. Hier erkennt er dann zum Beispiel, es gibt noch gar keine Backups. Naja, das ist ja das erste noch gar nicht abgeschlossen. Und hier könnte ich jetzt sagen, wohin er restoren kann. Und jetzt finde ich, sind auch die Ausreden so ein bisschen weg. Also wer Duplicacy zu kompliziert findet auf dem Command-Line-Interface, der kann diese Web-Edition benutzen.
Ich hoffe, damit sind jetzt alle Ausreden aus dem Weg geräumt und die Prokrastination mit dem Backup hat ein Ende. Wenn du Microsoft 365 hast, dann hast du auch den Terabyte Speicher und mit Duplicacy hast du jetzt die Möglichkeit, entweder die kostenlose Command-Line-Version zu benutzen oder eben die deutlich einfachere WebGUI gegen einen kleinen Obolus zu verwenden.